Ja, und natürlich freuen wir uns auf den lang ersehnten Stargast. Wir haben es lange in der Presse gelesen, dass sie halt kommt. Merci, Christoph, dass du das möglich gemacht hast. Ich denke, für die Kids heute ein besonderer Tag, ganz besonderer Moment auch. Jeder kennt sie natürlich. Sie war die Nummer 1 der Weltrangliste. Sie hat die Australian Open gewonnen. Sie hat die US Open gewonnen. Und sie hat natürlich Wimbledon gewonnen. Sie hat eine olympische Silbermedaille zu Hause hängen. Sie ist ein Vorbild, denke ich, für ganz, ganz viele Tennisspielerinnen und Tennisspieler auf der ganzen Welt. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich mal schauen. Angie Kerber, dein Applaus. Dankeschön für deinen Besuch in Wasserburg. Ja, ganz kurz am Mikro. Christoph, Dankeschön. Herzlich willkommen im tiefsten Oberbayern. Angie, wir haben es ja schon von Christoph gehört. Beim gefühlten 30-Stunden-Tag, den du aktuell immer noch hast, obwohl du deine Karriere beendet hast. Ganz besonders für uns, dass du heute da bist. Warst du schon mal hier in der Region, in der Nähe vom Chiemsee, in der Nähe von München? Ist dir das bekannt? Es ist mir bekannt. Als erstes möchte ich natürlich euch alle begrüßen und es freut mich sehr, dass ich heute mal hier bin, weil ich war noch nie in dieser Gegend. Ich war schon mal am Chiemsee, aber es ist auch schon länger her, weil in den letzten Jahren hatte ich nicht wirklich viel Zeit. Deshalb mein Zeitplan hat sich ja jetzt ein bisschen verändert. Deshalb freut es mich natürlich auch, dass ich jetzt viele andere Sachen machen darf, besonders mit Kindern, was mir immer am Herzen gelegen hat. Deshalb schön, euch alle hier zu haben und ich freue mich schon, ein paar Bälle mit euch zu spielen. Es wird schön. Und das Wetter hält. Ich habe ja gehört, es hat geregnet die letzten Tage. Also zum Glück das Wetter heute. Du warst gestern in Herzogenaurach, haben wir gehört, bei einem Sponsorentermin auch. Hat es da wahrscheinlich ähnlich wie bei uns 24 Stunden durchgeregnet bei 5 Grad Außentemperatur, oder? So ähnlich. Deshalb bin ich froh, dass es heute nicht mehr regnet und das Wetter hält. Also ich glaube, alle sind sehr, sehr froh darüber. Du hast dein letztes offizielles Spiel bei der Olympiade jetzt im Sommer gehabt. Hast natürlich jetzt die Karriere offiziell beendet. Trotzdem, denke ich mal, bist du immer noch schwerst beschäftigt, oder? Immer noch viel unterwegs, bist ja auch Mama. Hast ja auch noch andere Aufgaben. Ja, also es ist ja erst 6 Wochen her und es ist gefühlt noch sehr frisch. Also ich bin gespannt, was die nächsten Wochen und Monate natürlich noch so mit sich bringen. Aber der Tagesablauf ist tatsächlich ein bisschen anders. Es ist nicht mehr richtig getaktet auf dem Tennisplatz oder im Fitnessstudio, sondern ich habe jetzt eine andere Beschäftigung mit meiner Kleinen natürlich, die ich auch sehr genieße. Aber auf der anderen Seite ist Tennis meine Leidenschaft und ich werde dem Tennissport auf jeden Fall irgendwie beistehen. Mal gucken, in welchen Aktionen. Aber ja, ich meine, ich werde weiterhin Tennis spielen und versuche jetzt meine Erfahrungen ein bisschen weiterzugeben. Jetzt hast du mir die nächste Frage schon ein bisschen vorweggenommen, wollte ich nämlich fragen, bleibst du dem Tennissport verbunden? Zumindest kann man im Internet nachlesen, dass es ja auch in Polen eine Tennisschule gibt, wo du auch immer noch fleißig aktiv bist. Geht der Weg in Richtung Trainerin oder Markenbotschafterin oder was ist so dein Plan? Also ich werde dem Tennissport definitiv verbunden bleiben. In welche Richtung, das schauen wir mal. Aber ich möchte auf jeden Fall meine Erfahrung weitergeben, denn das alles, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, Auf und Abs und viele Erfahrungen gesammelt, das möchte ich so gut es geht weitergeben, weil ich bin extrem dankbar darüber, was ich alles gelernt habe. Und den einen oder anderen Fehler hätte ich vielleicht durch jemanden weniger gemacht. Und genau das möchte ich auf jeden Fall in Zukunft weitergeben. Und wir gucken einfach mal, wie es am Ende aussehen wird, aber auf dem Platz wird man mich bestimmt noch ein paar Mal sehen. Erfahrung weitergeben ist ein ganz gutes Stichwort. Alle Kinder spitzen natürlich die Ohren. Wenn jemand, der 20 Jahre Profisport betrieben hat, so erfolgreich wie du, natürlich ein paar Tipps auf Lager hat. Sagen wir mal so Stichwort Regeneration, Ernährung, Jetlag. Du warst ja nur unterwegs, du warst nur in Flugzeugen gesessen. Was ist denn so der Tipp vielleicht, den du an die Kids hast, wenn man jetzt erfolgreich Sport betreiben will, was sollte man dann nebenher noch machen, um sich gut zu regenerieren? Ja, es ist natürlich eine ganz lange Liste, auch von der Generation, ganz besonders Schlaf mit meinem Partner Schramm. Und das ist natürlich für mich ganz wichtig, weil die Regeneration ist ein Teil
von den letzten Prozent. Man muss auch durch die Jetlags natürlich versuchen, viel zu trinken, sich gut zu ernähren. Und ja, das ist ein langer Weg zum Tennisprofi, aber es ist wertvoll, das kann ich sagen. Du hast es gerade schon gesagt, Partner Schramm, dem haben wir es ja heute und zusammen mit Betten Torik auch zu verdanken, dass du heute hier in Wasserburg bist. Wie kam es zu der Partnerschaft? Also ich muss sagen, ich bin sehr stolz, dass wir diese Partnerschaft aufgebaut haben, ja schon seit einigen Jahren. Und ich suche mir tatsächlich die Partner immer aus, die wirklich zu mir passen. Und Betten, Schramm, Regeneration, das ist natürlich ein sehr wichtiger Teil der Regeneration des Sports. Das denkt man gar nicht, weil wir denken immer nur Tennis spielen und das war's. Aber es gibt so viele Facetten drumherum, auf die man natürlich auch achten sollte. Das heißt Regeneration, Fitness, Ernährung, ein gutes Team drumherum zu haben, viel Spaß und viel Leidenschaft reinzupacken. Und genau, und so kam es dazu und ich bin sehr, sehr froh und stolz drüber. Letzte Frage. Es gibt ja auch sogar einen Kopfteil mit Angie, auf der Modellreihe Angie. Er steht in Wasserburg, haben wir gerade gehört. Genau. Hat man da wirklich Mitspracherecht? Hast du gesagt, so würde ich schlafen? Also wenn ich nicht ins Bett reinlege, dann liege ich so auf dem Kopfkissen. Deswegen würde ich es am liebsten so haben. Es ist nicht das Kopfkissen, sondern das Bettteil. Genau. Und ja, das haben wir zusammen mit Schramm besprochen. Und ja, das war so ein bisschen auch mein Design, das mir gefallen hat. Und so kam es dazu zum Bett Angelique halt. Bett Angelique, alles klar. Gut. Dann, Christoph, darf ich das Wort an dich übergeben, weil du hast auch noch ein paar Leute, die zwei, drei Fragen an dich haben. Vielen Dank. Genau, und dann starten wir mit dem zweiten Bürgermeister, Herrn Gartner. Ja, lieber Christoph, vielen Dank. Ja, liebe Angelique Kerber, herzlich willkommen in Wasserburg, auch hier von Seiten der Stadt. Es freut mich, dass jemand, da so eine mittlerweile vielleicht schon Sportikone, den Weg zu uns gefunden hat. Und noch ein Kompliment an den Christoph Klobeck, der da die Drähte glühen hat lassen, dass das also funktioniert hat. Toll organisiert, einschließlich dem Wetter, das ist ja schon mitgekriegt. Auch Kompliment an die Tennisabteilung, die das hier super hier organisiert. Ja, was kann ich einen Tennisstar fragen? So, das ist ja das ist schon wirklich auf höchster Ebene, in höchster Stufe gestanden ist und noch steht. Also meine Frage ist ja vorher schon halb weggenommen worden, aber ich hätte es trotzdem gern vielleicht ein bisschen konkreter. Was gibt jemand, der die wichtigsten Grand Slam Turniere gewonnen hat, der Silbermedaille gewonnen hat, der auf der Welt war, den jugendlichen Tennistalenten mit auf den Weg? Ich versuche es ein bisschen konkreter zu beantworten. Also für mich ist es tatsächlich wichtig, dass als erstes der Spaß und die Leidenschaft für den Sport da ist. Und ich glaube, dass genau das möchte ich den Kindern, Jugendlichen einfach auf den Weg geben, dass man mit diesem Sport, und der Sport hat so viele Facetten, man muss mental stark sein, man muss ja, nicht nur Tennis spielen, sondern man muss konkurrenzfähig sein, man muss mit Niederlagen auskommen, man hat so viele Emotionschaos in sich mit Glücksmomenten, aber genauso mit diesen Niederlagen, mit denen man umgehen muss. Und für mich ist es halt extrem wichtig, genau diese Zeit jetzt nach meiner Karriere den Jugendlichen einfach mitzugeben. Und ich freue mich schon drauf, weil das auch eine andere Aufgabe für mich sein wird. Aber das war immer mein Ziel, dass man genau das zurückgeben kann, was man bekommen hat oder was man gelernt hat. Und ich glaube, wenn man einfach diesen Spaß für den Sport hat und das Herz dafür schlägt, dann ist es einfach, ja, man soll einfach das machen, wo man Spaß hat. Und ich glaube, beim Tennis kann man viel Spaß haben. Und man kann viele verschiedene Menschen kennenlernen, auf jeden Fall. Super, herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe eine Frage. Wie oft haben Sie in der Woche Training gehabt in 10 Jahren? 10 Jahren. Also da habe ich Clubtraining gehabt, Kreismeisterschaften habe ich auch gespielt. Also ich würde so schätzen, 3
3-4 Mal. Ja, und dann habe ich noch mit meinen Eltern, als ich ja, so 8, 9 Jahre alt war, immer mal wieder gespielt. Passt das? Komme ich noch schnell zu euch hinter. 1, 2 Fragen machen wir noch schnell. Du bist die? Ich bin die Edda. Meine Frage ist, warum haben Sie eigentlich mit dem Tennis angefangen? Gute Frage. Ich habe mit dem Tennis, also ich bin zum Tennis gekommen, da meine Eltern auch Tennis spielen. Und so bin ich mit denen auf dem Tennisplatz aufgewachsen und habe den Tennisschläger in die Hand genommen und habe von Anfang an, hat es mir extrem viel Spaß gemacht und habe es dann konstant weitergemacht. Und natürlich habe ich am Anfang nicht damit gerechnet, dass ich mein Hobby als Beruf ausübe am Ende. Aber ja, das war so ein Schritt für Schritt und am Ende bin ich durch meine Eltern ans Tennis gekommen. Was ist? Okay. So, dann komme ich noch schnell darüber. Du bist die? Aurelia. Wie lang war Ihr längstes Tennisspiel? Es waren 3 Stunden 40, glaube ich. Ja, es ging 3 Stunden 40 hin und her. Ich glaube, am Ende habe ich es sogar noch gewonnen. Es war 7-6 im dritten Satz mit Matchbällen abgewehrt und dann noch gewonnen. So, dann machen wir doch vorne die letzte Frage. Wie hast du es geschafft, so mental so tough zu werden, also in den engen Situationen, in den Finals dein bestes Tennis zu spielen? Also durch Erfahrung. Also ich muss sagen, mentale Stärke ist momentan oder mittlerweile wirklich extrem wichtig, dass man bei sich bleibt, dass man konzentriert bleibt, auch über 2-3 Stunden es schafft, sich wirklich auf sein Spiel zu fokussieren. Und ich habe es durch die Erfahrung geschafft. Ich habe auch viele Niederlagen einstecken müssen, wo ich nicht so konstant und konzentriert war. Aber aus Niederlagen lernt man und das zu analysieren ist einfach extrem wichtig und wenn man dann die 2., 3. Chance hat, es dann besser zu machen und man wird automatisch einfach tough. Keine Frage. Wo haben wir noch eine Frage? Da haben wir noch eine Frage. Ab wann wussten Sie, dass Sie Profi-Tennisspielerin werden wollten? Ich habe es nach der Schule entschieden. Also für meine Eltern und auch für mich war es wichtig, dass ich die Schule erstmal zu Ende mache. Und ich habe auch, bin ganz normal zur Schule gegangen, habe kein Fernabi gemacht, sondern habe es ganz normal, regulär in der Schule zu Ende gemacht. Und danach habe ich entschieden, dass ich den Weg gehe und dass ich es probiere. Ja, also nach der Schule habe ich dann entschieden, dass ich Vollprofi werde. Sehr schön. So, dann holt mir ganz schnell rüber. Für 1, 2 Fragen haben wir noch Zeit. Du bist? Timo. Meine Frage ist, wie kamen deine Eltern zum Tennis? Also meine Eltern kamen durch deren Eltern zum Tennis. Mhm. So war das tatsächlich, weil mein Opa auch Tennis gespielt hat. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen in der Familie. Ja, also auch durch die Eltern. Du bist die? Franziska. Und meine Frage ist, ab welchem Alter wolltest du Tennis spielen? Ich habe Tennis mit 3-4 Jahren angefangen. Und so habe ich langsam mit den Softbällen gespielt, mit Ballons gespielt, noch als ich 3 Jahre alt war. Und so habe ich Schritt für Schritt sozusagen ja, immer weitergemacht, bis ich dann Turniere gespielt habe, auf Kleinfeld als erstes. Ich hätte tatsächlich eine allerletzte Abschlussfrage auch, die mich sehr interessiert. Du warst Nummer 1 der Welt, du hast bei der Olympiade gespielt, du hast viele Grand Slam-Turniere gewonnen. Was war emotional für dich jetzt so der wichtigste Sieg? Kann man das überhaupt beantworten? Gibt es irgendwas, wo du sagst, vielleicht war es auch eine Niederlage, aber was war so emotional der entscheidendste Moment in deiner ganzen Karriere? Also es gibt 2. Und zwar der erste Moment war, als ich Australian Open gewonnen habe, weil das war für mich persönlich einer der emotionalsten Momente, weil niemand mit mir gerechnet hat. Ich habe in der ersten Runde mit Matchball gegen mich die erste Runde noch gewonnen, das heißt wirklich jeder hat mich abgeschrieben. Dann im Finale gegen Serena, also ich war nicht die Favoritin, sondern Serena war die Favoritin. Und dann gegen sie tatsächlich auf dem Center Court in Australien zu gewinnen, meinen ersten Grand Slam, das war tatsächlich so der emotionalste Moment.
Und der zweite, der nochmal so alles bestätigt hat, war, wo ich Wimbledon gewonnen habe, weil 2017 war nicht mein bestes Jahr. Ich habe viele erste Runden verloren, musste mit vielen Rückschlägen zurechtkommen. Und dann 2018 nochmal es allen zu zeigen, besonders mir, Wimbledon zu gewinnen und auch nochmal gegen Serena zu spielen und auf dem heiligen Rasen sie zu schlagen, war das für mich dann nochmal so wirklich der emotionalste Moment, die Wimbledon-Schale hochzuhalten. Vielen, vielen Dank für die vielen ehrlichen und tollen Antworten. Ich glaube, da kann man vor allen Dingen die Kinder, glaube ich, können wir ganz, ganz viel mitnehmen. Während die Kleinsten noch ein paar Schläge mit Angie Kerber am Netz machen dürfen, darf ich hier noch mal ganz kurz ein, zwei Fragen stellen. Markus Bauer ist neben mir, Bastian Werntaler ist neben mir, Werner Gartner, zweiter Bürgermeister. Vielleicht erste Frage. Wasserburg Wismar ist eine Sportstadt, hauptsächlich natürlich deutschlandweit bekannt fürs Basketball, fürs Damenbasketball. Regional bekannt für den Fußball. Trotzdem glaube ich, hat es natürlich einen großen Stellenwert, dass man in einer, sagen wir mal, relativ zentralen Stadt mit sehr vielen Leuten drumherum natürlich auch Vielfältigkeit anbietet, viele Sportmöglichkeiten für möglichst viele Kinder. Wie ist Wasserburg da aufgestellt und Herr Gartner, was könnte man vielleicht noch verbessern? Ja, erstmal verbessern kann man über Wasser. Also das ist einmal ganz sicher.
Also man kann schon sagen, Wasserburg ist eine Sportstadt und es wird auch immer versucht zu fördern, wo es geht. Wenn man jetzt die Tennisabteilung anschaut, dann ist zum Beispiel große Unterstützung von der Stadt gekommen für die Allwetterplätze. Das ist ja auch eine teure Investition gewesen. Ansonsten haben wir natürlich jetzt die Suche nach einem Fußballplatz. Markus, entschuldige, wenn ich dir das Thema vorwegnehme. Weil wir wissen, wir bräuchten noch einen zusätzlichen Trainingsplatz. Die Schwierigkeit ist immer, wo und wie kann man das umsetzen. Und die Kosten sind natürlich auch nicht so lustig dabei. Aber sehr bedauere für die Tennisabteilung, muss ich sagen, dass wir keine Halle mehr haben. Das ist schon ein bitterer Rückschlag. Und weiß nicht, eine Lösung habe ich im Moment nicht, wenn da jemand eine hat. Christoph, bleib mal schnell da. Ja, du bleibst mal schnell da. Erzähl mal ganz kurz ein bisschen. Jetzt sind ja heute auch viele Leute da, vielleicht jetzt mit der Tennisabteilung vom TSV Wasserburg noch nicht so verwandt sind. Erzähl mal ein bisschen, wie viele Kinder habt ihr im Training? Jetzt im Sommer waren es knapp über 90 Kinder. Und hat sich die letzten Jahre echt super entwickelt. Jetzt haben wir total so drum. Und ja, so soll es weitergehen. Also vor Kinder da sind, die noch nicht Tennis spielen, sondern sich einfach bei mir melden oder beim Verein und dann geht's los. Also das heißt, ihr bietet jetzt einmal so eine Art Schnuppertraining oder sowas an, wer jetzt sagt, hey, das ist eine schöne Geschichte, das genau. Hätte man mal anschauen, Kontakt mit dir aufnehmen, oder? Einfach mit mir oder mit dem Verein aufnehmen und dann wird es an mich weitergeleitet. Und dann finden wir immer Zeit zum Schnuppertraining machen und dann zum Trainieren. Das heißt, im Sommer ist logischerweise natürlich hier die Anlage, im Winter. Gibt es da überhaupt eine Trainingsmöglichkeit? Nein. Mehr oder weniger. Also jetzt haben wir die Allwetterplätze seit letzten Herbst, die wir sehr gut nutzen, sofern das Wetter mitspielt. Und ansonsten müssen wir leider auf die Touren halt ausweichen. Okay, aber haben wir ja. Genau, die haben wir. Gott sei Dank. Sehr gut, vielen Dank. Also, wer Interesse hat und wer sagt, hey, tolle Geschichte hier, das interessiert mich, der merkt sich dieses Gesicht. Genau, das ist der Christoph von der Tennisabteilung und da kann man mal nachfragen, ob die Kids einmal ein Schnuppertraining machen können und dann kann man sich das mal anschauen. Dankeschön. So, dann habe ich noch neben mir einen ganz interessanten Gesprächspartner. Aljoscha, bleib mal da. Weil tatsächlich sehr, sehr interessant. Du bist Manager von Angie Kerber. Und wie darf man sich denn so einen Tagesablauf von dir vorstellen? Also das heißt, alles, was Angelique macht, alle Pressetermine, alle, Interviewtermine, laufen über dich. Ist das so? Genau, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, der Manager sein zu dürfen. Nicht jeder Termin ist so schön und angenehm wie hier.
Aber genau, wir waren viel unterwegs die letzten paar Jahre. Jetzt natürlich mit dem Karriereende wird es ein bisschen weniger, was auch nicht verkehrt ist. Aber genau, spannendes Leben auch. Also jetzt, wenn es vielleicht nicht zur Nummer 1 auf dem Tennisplatz reicht, vielleicht wird man ja Manager von einem Weltstar, so wie du. Wie kommt man dazu? Das ist eine einfache, aber blöde Frage. Genau, ich glaube, Tennis spielen macht mehr Spaß als zuzuschauen. Hängt so ein bisschen davon ab, wie da die Leidenschaften liegen. Aber genau, wenn man eine Passion für den Sport hat, gibt es viele verschiedene Berufe und Möglichkeiten, sich da einzubringen. Ich bin selber leidenschaftlicher Tennisspieler. Das macht es dann immer so ein bisschen einfacher. Aber ja, also die Tenniswelt ist bunt. Es gibt viele Möglichkeiten, sei es als Spieler, Trainer, Manager etc. Dabei zu sein. Das heißt, bei jedem Pressetermin, so jetzt auch wie heute logischerweise, oder bei jedem öffentlichen Termin, musst du auch mit dabei sein. Korrekt, wir sind viel unterwegs das ganze Jahr über und deswegen also nicht alle Termine so schön, auch gerade so viele Kinder mit dabei sind, was ja immer auch eine Hoffnung ist, viele neue Tennisspieler dafür begeistern zu können. Aber genau, wir sind viel unterwegs gewesen die letzten paar Jahre und haben die Welt gesehen. Also, schön, dass ihr beide heute da seid. Auch natürlich an dich herzliches Willkommen hier in Wasserburg. Danke für deine ehrliche Antwort. Danke.